Sport ohne Kaffee ist vielleicht so ein bisschen wie, ja, Schwimmen ohne Wasser. Also Kaffee gehört für mich einfach dazu. Einmal schmeckt es verdammt gut, zum Zweiten ist es ja auch nochmal ein schöner Stimulans beim Training. Ja, und wer hat nicht schon mal seine Fahrradrunde gemacht, einfach nur um irgendwo einen Kuchen zu essen und einen Kaffee zu trinken? Und jetzt sagt mal, reicht es euch eigentlich, euren Kaffee zu Hause so selber zuzubereiten? Oder habt ihr nicht auch schon mal davon geträumt, einen ganz eigenen Kaffee zu haben und dann mal eigenen Label, eine eigene Röstung und, und? Und ich habe letztens jemanden kennengelernt, der sich gerade selbstständig machen will mit einer Rösterei, der schon länger geröstet hat, aber jetzt den Schritt wagt. Und da dachte ich, zum einen, den könnte ich mal super unterstützen und zum zweiten, ja, mir selber so einen Wunschtraum erfüllen, einen eigenen Kaffee zu haben. Und nur für mich ein eigener Kaffee ist natürlich total bescheuert. Ich dachte mir auch gleichzeitig, es könnte ein schöner Anlass sein, einmal die Menschen, die hier den Triosophen angucken, einzuladen. Und zwar hier in meinen Laden in Berlin-Kreuzberg. Und das möchte ich gern zusammentun mit ATP-Kompressor und Tristan, mit denen ich ja auch schon mal so ein paar Wettkämpfe und Videos zusammen gemacht habe. Also ganz konkret am Samstag, 29. Juni, wenn ihr da in Berlin seid oder sowieso in Berlin seid, dann kommt doch hier in meinen Laden, Hagelberger Straße 16 in Berlin-Kreuzberg. Wir machen hier ein kleines Coffee-Tasting. Also, der Roland, ich nenne ihn mal Roland, der Röster, bringt ein paar verschiedene Röstungen mit und wir probieren einfach mal durch, was uns am besten schmeckt. Ich habe schon ein paar Vorschläge, wie so ein Label aussehen könnte, wie ein Name sein könnte, aber vielleicht habt ihr ja noch viel, viel bessere Vorschläge. Wir einigen uns auf einen Namen, dann wird das Ding hergestellt und alle Menschen können es kaufen. Ihr könnt natürlich dafür Werbung machen und damit unterstützt ihr halt Roland ungemein, dass er da sein Business ein bisschen aufbauen kann. Und darüber hinaus würde ich noch vorschlagen, dass wir noch einen guten Zweck finden. Also wie zum Beispiel, es gibt ja diese Unterstützung von Fahrrädern in Afrika, damit die Menschen überhaupt erstmal zur Schule kommen oder irgendwas anderes. Vielleicht habt ihr da eine coole Idee, dass zum Beispiel mit jedem Kaffee, der verkauft wird, 1 € an irgendeine, ja, gute Sache geht. Irgendwie sowas. Also von 11 bis 13 Uhr großes Kaffee trinken hier, damit wir ungefähr einschätzen können, ob eine, zwei oder vielleicht sogar 20 Personen kommen. Ich habe gar keine Ahnung, wie jetzt hier die Resonanz ist. Gibt es unter der Videobeschreibung oder gibt es unten in der Videobeschreibung nochmal einen Link, wo ihr euch ja anmelden könnt. Das wäre sehr nett und hilfreich, dass wir hier so ein bisschen planen können. Und ja, dann sehen wir uns hier in meinem kleinen Laden, trinken Kaffee bis zum Umfallen, probieren den, tauschen uns aus und natürlich wird wahrscheinlich auch Zeit sein, um über sportliche Dinge zu reden, was ihr gerade trainiert, wie eure Saison gelaufen ist oder was ihr noch vorhabt. Ja, und dann ist es einfach ein schöner Anlass, um mal zusammenzukommen und dabei gleichzeitig noch ein cooles Projekt in die Wege zu leiten. Also jetzt bin ich gespannt, was hier passieren wird. Wenn ihr Zeit habt, würde ich mich total freuen. Tristan und ATP-Kompressor sind auch hier. Roland, der Röster, ist hier. Und ja, dann Kaffee trinken ohne Ende. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.